und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fränkisch-Bayerisch International Kochen mit Sandra. Heute würde ich euch gerne zeigen, wie ich meine Mayonnaise zubereite. Ihr benötigt dafür ein Schraubglas, da habe ich schon ein Ei drin. Öl, neutrales Öl, entweder Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Etwas Zucker, Pfeffer, Zitronensaft, Senf, Salz und Joghurt und einen Pürierstab. Ich bereite meine Mayonnaise immer im Schraubglas zu, damit ich den Rest, was ich nicht gleich benötige, im Kühlschrank lagern kann. Ich beginne damit, das Salz reinzugeben, den Senf, Pfeffer, Zitronensaft, eine Prise Zucker und mein Öl. Ich nehme meinen Pürierstab und stelle ihn unten auf den Glasboden. Und während ich püriere, ziehe ich den langsam nach oben. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt gleich sehen. Nun ist meine Mayonnaise schön steif. Jetzt gebe ich den Joghurt dazu. Und vermische das Ganze nochmal miteinander. So schaut meine Mayonnaise jetzt aus. Ich gebe nun den Schraubdeckel darauf und so kann ich sie perfekt im Kühlschrank lagern, bis ich sie verbraucht habe. Wenn euch mein kleines Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wenn ihr die Glocke drückt, werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.